Schade, dass aber schon im September der volle Eintritt verlangt wird. Wie intensiv jede, wirklich jede Trainingseinheit in der NHL ist, davon konnten sich einige hundert Eishockey-Anhänger sowie Spieler und Management der Adler am Montagmittag überzeugen. Die Sharks hatten sich damit einverstanden erklärt, eine öffentliche Einheit durchzuführen. Und das war ein Musterbeispiel, wie es in Nordamerika zugeht. Die Stars waren nicht mit 60% oder 70% bei der Sache, sondern auch im Training wird ihnen alles abverlangt. Bei 82 Saisonspielen plus Playoffs kann es sich keiner leisten, eine schwache Phase zu haben. Dafür sind die Plätze in den Teams zu begehrt und Dutzende an Spielern in den Farmteams warten nur darauf, dass einer schwächelt und seine Chance kommt. Auch das ist ein Riesenunterschied zur DEL. Mit den begrenzten Lizenzen ist kaum Druck von Seiten der Clubs aufzubauen. Die Mannheimer Fans waren jedenfalls begeistert von Danny Heatley und Co. Ja, das sind ja Leute dabei, die haben bei Olympischen Spielen Gold geholt. Das sind Legenden in ihrem Land, in ihrer Liga. Ja. Und das ist einfach das höchste Niveau, was man erreichen kann. Ja. Und das sind, jeder Fan möchte die mal sehen. Ich habe nach dem Spiel einen Österreicher getroffen, beim Aufsammeln von Zeitschriften, hat gesagt, ich wollte einmal in meinem Leben ein NHL-Spiel sehen. Jetzt war es hier in Mannheim und ich bin glücklich, jetzt kann ich sterben. Was finden Sie da den Unterschied zu deutschen Mannschaften? Die Härte, ja. Also es ist, DEL ist quasi schon eine Weichspielliga geworden, ja. Da wird alles, was ein bisschen hart ist, sofort gepfiffen, ja. Und die Fans sagen mittlerweile, ja gut, die DEL, die möchte ein familienfreundliches Produkt, ja. Härte passt da nicht dazu, ja, und das ist NHL halt nicht. Die möchte den Sport so, wie er will, wie er ist, in seiner Reinheit mit der Härte. Und die gehört einfach dazu, zu diesem Spiel. Und das ist das, was viele in Mannheim vermissen, ja. Aber es liegt nicht an den Adlern, sondern es liegt an der DEL und an ihren Schiedsrichtern. Das kann man ganz dick unterstreichen. Hunderte Meter lang war die Warteschlange bei der Autogrammstunde der Sharks. Und die Profis verhielten sich auch hierbei äußerst professionell. Auch wenn es lange dauerte, bis jeder sein Autogramm hatte. Ab und an warfen sie zwar einen Blick auf den Bildschirm, wo der Golfhöhepunkt des Jahres, der Ryder Cup, gezeigt wurde. Ansonsten absolvierten sie auch diese Pflichtaufgabe ruhig und gelassen. Wir haben uns ausführlich mit Daniel Hopp unterhalten. Nicht nur, aber auch über den Besuch der Sharks in Mannheim.